Ich sagte für andere Sachen, ich sagte zum Beispiel immer, hey people, the more you drink, the better we sound. Auch eine kleine Blueswahl. So, jetzt hat so ein kleiner Instrumentenwechsel. Schlagartig. Mir kann niemand mehr helfen. Ab und zu mal nicht, aber das ist schlecht. Also hier ist wirklich wahnsinnig wenig Platz, sei gleich mit dem nachfolgenden Musiker gesagt. Da müssen wir schon sehr ökologisch. Das geht schon, ja. Oh, ein Wille da. Was kannst du tun? Dann muss man nochmal nachstimmen. Jetzt sind sie hier, eins meiner Schlachtschiffe hier. Die Gitarre, die stammt vom Schrottplatz. Sogar vom Schrottplatz der Geschichte, denn von einem Schrottplatz von der ehemaligen DDR. Ja, echt? Ich erzähle dann nur die Geschichte. Oder? Aber es ist eine echte National von 1935, glaube ich. Und insofern der Traum jedes Bluesers. Oh, die Geschichte muss ich auch hören. Also, ein Freund von mir, der heute auch beinahe gekommen wäre, der Rainer Wöffler, sehr bekannter Bluesgitarrist, der hat in einem Musikgroßhandel gearbeitet, die auch Nachbauten von diesen alten National-Gitarren hergestellt haben. Und der war mal bei so einer Messe da für seine Firma. Und da kam ein Typ, das war so 90er Jahre nach der Grenzöffnung DDR. Und der hat genau diese Gitarre dabei gehabt. Allerdings nicht so, sondern in mehreren Teilen. Also der Hals war ab, Korpus war ab. Das hat also, sieht man hier, das hat gefällt, das ist nur nachträglich darauf gelötet und so. Also die war in Einzelteilen und der hat erzählt, er hat das am Flohmarkt gekauft für irgendwie 20 D-Mark. Damals. Und der vom Flohmarkt hat gesagt, er hat es für, jetzt weiß ich nicht mehr genau, 10 oder 12 D-Mark vom Schrottplatz. Und dann hat er eben den Rainer da, weil der in dieser Firma da arbeitet, hat er gefragt, ob man die wieder reparieren kann und herrichten kann. Hat der Rainer gesagt, ja, das geht. Und das kann man das und das machen und so. Und das kostet ungefähr so und so viel. Aber so wie die Gitarre ist, also mit Hals ab und so, so wie die ist, kaufe ich dir die ab für 1000 D-Mark. Und dann hat er sofort gesagt, ja, sofort klar, von 20 D-Mark auf 1000 D-Mark, das geht. Das kann man so gehen lassen. Und die hat dann der Rainer wieder hergerichtet oder herrichten lassen, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und dann ist sie bei mir gelandet. Die zwei Jahre drin. Später. Deswegen soll ich wissen. Ja, fast so, gell? Fast so, ja, kann man schon sagen. Ich weiß nicht mehr genau, aber schon so gereicht. Aber ich sage euch, das ist natürlich der Traum eines Bluesers. Und das Schönste ist, ich habe noch einen zu Hause, noch einen National. Die hast du extra nicht mitgebracht, oder? Ja, das ist das nächste Mal. Da ist ein Kulturabnehmer drauf. Und wenn ihr schon so ruhig und aufmerksam seid, spielt jetzt alleine eins. Ja, ein langsamer, ihr könnt schon mitspielen, wenn ihr könnt, aber.